Nicht diese Welt. Oh ja. Das Level da. Keine Angst, ich hab die ganzen... Ich hab die dunklen Passagen abgeschlossen. Hoffe ich zumindest. Zumindest ein Teil davon. Aber ja, ich kann verstehen, warum man die Welt hier nicht mag. Ich meine, ich mag sie auch nicht. Obwohl sie geht. Aber ich mag halt die Wasserwelt aus die reguläre Wasserwelt hier aus Rayman Legends finde ich einfach besser. Mache ich kein Geheimnis draus. Gerade hier diese Stacheln und dann diese dunklen Passagen. Ich meine, sie sind atmosphärisch ganz gut, aber sehr, sehr anspruchsvoll, um durchzuspielen. Okay, da oben soll man nicht lang, weil da die Fische rauskommen. Und anscheinend ist das hier so... Hey, magst du es von Fischen gejagt zu werden? Tja, schade, du wirst du trotzdem. What the fuck, wie soll man da an die Münze rankommen? Ah, indem man hier... Okay, verstehe. Ja, aber das Level hier verspricht nicht so schön zu werden, wenn ich mir das hier so ansehe. Vor allem dann hier noch Kleinlinge zu befreien, während man teilweise von Fischen verfolgt wird. Ah, endlich wieder die wunderschön entspannende Musik. Ja, ich weiß, die Musik mag zwar vielleicht nicht jeder, aber ich finde sie einfach klasse. So typischer Wayman-Charme. Die Musik ist einfach nur klasse. Der Welt 4, nicht Origins, war der Boss so einfach und der Rest war viel schwieriger. Also hier der Back to Origins Level, meinst du? Oder meinst du der normal? Ah, nicht Origins. Du hast ja gerade nicht Origins geschrieben, sorry. Verpeilt. Ich weiß gerade nicht mal, was dieser Boss war. Ansonsten würde ich dir wahrscheinlich zustimmen. Die Sache ist, dass ich das Spiel innerhalb einer Woche also nur einmal in der Woche stream, sagen wir es mal so. Ist es bei mir so, dass sich da eventuell mal gewisse Gedächtnislücken bilden. Aber wenn du mir sagst, warte, die Welt 4 war glaube ich 20.000 Lumps under the Sea, oder? Da kann ich mich gefühlt an alles erinnern, außer dem Bossfight. Was vermutlich dafür spricht, dass es dass er nicht so schwer war. Ah, stimmt, das war doch dieser Bossfight gegen diesen riesen... gegen diese riesen mechanische Seeschlange, oder? Ja, stimmt, der war nicht schwer. Also da würde ich dir zustimmen, das war... nicht der schwerste Bossfight im Spiel. Und da war die Welt deutlich schwerer. Die Sache ist halt, ich... Warte, was wollte ich sagen? Ich habe zum Satz angesetzt und instant vergessen, was ich sagen wollte. Ja, nice. Es war diese hypnotische Musik. Sie hat mich einfach gefesselt. Auch wenn es eigentlich nur Fische sind, die irgendwas mit Glu-Glu singen. Aber lassen wir das. So, machen wir jetzt einen schönen Bowling-Move und machen einen Spare. Nein, leider kein Spare. Schade. Lacher anklagen wegen Ablenkung, eindeutig. Macher. War gerade so Lacher? Weil so, das Lachen war doch im Hintergrund, Schlemmerland, nee, nicht Schlemmerland. Ich nenne es immer Schlemmerland. Leckermauland. Nein, nicht auffressen. Ich hoffe einfach, jetzt kommt kein dunkler
Otto, okay. Es kommt kein dunkler Abschnitt hier. Weil ich muss sagen, die Welt geht halt tatsächlich, wenn ohne die dunklen Abschnitte. Und danke für den Follow, warte, Quankies. Quankies? Quanky? Wie soll ich dich eigentlich nennen? Quanky Z? Quankies? Quanky? Such dir was aus. Aber dieser Raum sorgt nochmal dafür, dass ich keinen Bock mehr auf diese Gegend habe. Wonky, okay. So, kommt schon. Oh ne, warte, ich glaube, die kreisen nur da oben rum, oder? Ja. Werde ich ewig lang hier unten auf die. Ja, keine Sorge, ich hätte dich nicht Krunky ausgesprochen. Also ganz ehrlich, hättest du gesagt, bitte sprich den Namen Deutsch aus. Ich hätte eiskalt gesagt, nein. Das machen mega viele. What the fuck? Also ich als jemand, der den Namen... Der Name ja jetzt auch erst gelesen hat und dann erst versucht hat auszusprechen. Frag mich. Okay, wieso? Verdammt. Ich habe diese Seestange nicht gesehen. Ja. Mir ist halt nur aufgefallen, dass bei meinem Username, dass englischsprachige super Probleme beim Username haben. Allein schon, weil sie meistens dann Bastor oder Bastor sagen. Weil sie halt nicht so dieses A aussprechen. Ich meine, ich kann verstehen. Aber das war mir halt gar nicht so bewusst, als ich den Namen so ausgesucht habe. Das klingt irgendwie einfach unnatürlich. Also auch wahrscheinlich noch deutscher ausgesprochen. Ja, gut. Ich glaube, es ist in deinem Sinne, wenn wir jetzt nicht hier deinen Namen versuchen, so deutsch wie möglich auszusprechen, dass sich so wunderbar viel zu deutsch anhört. Ja, es gibt halt einfach so Namen, wie zum Beispiel, wenn man deinen Namen deutsch ausspricht oder meinen Englisch ausspricht, es hört sich einfach nicht schön an. Kann man mir sagen, was man will, das hört sich nicht schön an. Villager 100. Ja, gut. Und weil ich den Username von Möppi hier gerade noch sehe, das ist auch so ein Name, mit dem Leute aus dem Englischsprachigen auch schon die Probleme haben. Villager, stimmt. Ganz vergessen, bisschen Reifenlager. Oder was weiß ich für ein Lager. Merken es auch nicht, dass es Deutsch sich nicht gut anhört. Ja, dann hat man Möppis Name, der sich auf Englisch schlecht anhört. Der Moipai. Und danke für den Follow Villager. Danke, danke. Ich war halt auch schon am Überlegen, ob ich meiner Followerschaft einen Namen geben soll, aber ich hab's gelassen. Und ich glaube, ich lasse es auch nicht. Weil das kennt man vielleicht von anderen Streamern, aber ich denke mir so, wieso sollte ich? Auf Englisch wegen OE halt schwierig, ja. Und das sind halt eben so Sachen, an die denkt man zuerst nicht. Man hat halt so die Vorstellung von Namen und wie man diesen Namen dann entsprechend schreiben sollte, aber naja, irgendwie wird es dann trotzdem nicht so, wie man denkt. Oder man merkt, es hat immer so, man merkt erst, was man falsch machen kann, wenn man andere Leute dran lässt, wenn man irgendwas schon geplant hat, ne?
Erst wenn man andere Leuten dann das Zepter überlässt, merkt man, dass was alles schief gehen kann. Obwohl man doch alles so schön durchgeplant hat. Und beim Namen ist es nicht anders. Du hast bei deinem Namen nicht falsch gemacht, ja. Habe ich auch beim besten Willen nicht behauptet, Möppi. Und siehst du, wenn wir gerade vom Thema rechtfertigt sind, das hat sich Möppi zum Beispiel gerechtfertigt. Ein bisschen. Okay, ich habe mich vielleicht auch ein bisschen missverständlich vom ausgedrückt, das kann vorkommen, schätze ich mal. Ich meine, wenn man 3 Stunden streamt, dass dann eventuell die eine oder andere unglückliche Formulierung bei rumkommt, ja, geschenkt, ne? Passiert halt. Ich muss halt sagen, ich achte gerade auch gar nicht so auf das Licht, weil ich mir halt so denke, ja, ich werde schon irgendwie durchkommen hier. Ah, stimmt, hier sind ja die Checkpoints ein bisschen, sagen wir mal, nicht so großzügig gesetzt. Rechtfertigst du meine Rechtfertigung? Ja? Ich tue mal einfach so, als ob ich wüsste, was da steht, weil ich gerade zu faul bin, nachzudenken. Ich hoffe, das ist okay. Also, aber es ist ja anscheinend recht, dass ich deine Rechtfertigung rechtfertige. Können am besten Englisch... Warte. Russen können am besten Englisch nach englischsprachigen Ländern sprechen. What? Ah, also okay. Ja, okay. Ich hab keinen Moment gebraucht. Ja, nur die Sache ist, meine Erfahrung ist, wenn du in Frankreich irgendwo bist, dass die Leute erstmal dein gebrochenes Französisch hören wollen, bevor sie dann doch sagen, komm, sprich mit mir auf Englisch. Das ist meine Erfahrung mit Frankreich. Erstmal das gebrochene Französisch anhören, nur um dann zu sagen, oh, das kann sich doch kein Schwein anhören. So, und dann dir auf Englisch antworten. Das Schlimme ist, ich bin an der französischen Grenze aufgewachsen. Ich sollte eigentlich Französisch können. Tung auf eigentlich. Das klingt so schrecklich. Hm. Aber hey, zum Glück kann man meistens irgendwie dann doch kommunizieren. Auch wenn es eher so Ganzkörperkommunikation ist, im Endeffekt wird man irgendwie dann doch irgendwann mal verstanden. Das hatte ich mal, als ich, warte, was soll ich sagen? Ah ja. Das hatte ich mal, als ich in Italien in einer nicht so touristenüberladenen Gegend war, ne? Wisst ihr, da konnten auf einmal die Leute teilweise kein Englisch mehr und ich saß da so und denke mir, hab da so gesessen, ich muss irgendwie gerade so kommunizieren. Und ich konnte kein Italienisch. Außer halt so wirklich absolut grundlegende Begriffe, die halt jeder kennt. Habe ich halt dann versucht, mit Deutsch, Französisch, Englisch rumzuschlagen und es hat nicht funktioniert. War halt total schockiert, dass in Italien teilweise so viel, in manchen Gegenden die Leute einfach nicht gut Englisch können. Oder gar kein Englisch können. Ich meine, wenn sie es nicht gut können, hätte man ja immer noch kommunizieren können, aber so. Mann. Wenn es so weitergeht, muss ich mir gleich ein zweites Mal in dem Stream hier mein Trinken auffüllen gehen. Darauf habe ich eigentlich keinen Bock, ne? Aber dann muss es sein. Ich schau gleich in den Chat, Leute.
Oh nein, nicht in so einem dunklen Bereich hier. What the hell, wie lang ist das hier denn? Vor allem, ich bekomme halt die ganze Zeit kein Leben, ne? Das ist das, was mich hier noch am meisten beunruhigt. Das heißt, wenn ich jetzt hier sterbe, muss ich alles nochmal machen. Weil die Kistenlevel meistens keinen Checkpoint haben. Zum Beispiel, wenn ich hier zerquetscht werde, verdammt. Selbst nicht weit von Frankreich, ich wohne in Bavü. Halb Franzose, aber leben in Deutschland. Deswegen ist Französisch kritisch. Ja gut, kann ich mir vorstellen. Ja, ich bin halt im Saarland aufgewachsen, mittlerweile weggezogen, deswegen, jo. Da ist man nie weit von der französischen Grenze weg. Und bei mir, und in meinem Fall war es halt nicht mal ein Kilometer tatsächlich. So nach dem Motto, Dorf hört auf, ein paar Feldwege und du bist drüben in Frankreich. Aber hier gut, so ist das eben. Ja, aber für dich als Halbfranzose ist dann bestimmt furchtbar, wenn Leute mit ihrem gebrochenen Französisch versuchen, irgendwie zu kommunizieren. Ich meine, so, das Traurige ist halt, ich hatte von der Grundschule an Französisch. Aber ich habe es halt komplett verlernt, weil ich die, wie viele Jahre ist mein 10. Schuljahr her? Auf jeden Fall über 5. Warte, ich habe 2016 Abi gemacht. Heißt, das 10. Schuljahr war 2014. Das ist sieben Jahre her? Okay. Ja, ich hab mich seit 7 Jahren mein Französisch nicht mehr gepflegt. Bisschen lang. So viel Zeit, ja. Dein Opa Hitler getötet. Nichts gegen dich, aber das wage ich zu bezweifeln. Oh ne, warte, ich hätte gedacht, der wäre auf die dunkle Seite vom Mond geflogen, um da irgend so eine Nazi-Siedlung durch Farbenland aufzumachen. Warte, Neuschwabenland war laut Verschwörungstheorie, das in der Antarktis, aber ich weiß es nicht mehr. Warum? Es ist schwer zu glauben. Die Sache ist komischerweise, ich bezweifle nicht so. Also, ich glaube schon, dass da irgendwo Wahrheit dran ist, aber... Es fällt mir halt schwer, das zu glauben. Ich hoffe, das nimmst du mir nicht krumm. Weil das scheint dann doch schon, das ist dann schon eine sehr große Sache zu behaupten. Und, woher sollte ich das wissen? Das wäre halt auch noch die andere Sache. Richtig positiv drauf für deinen Corona-Test. What the hell? Ich will das hier aber mal ohne Tod schaffen. Ich bin beim ersten Versuch so weit gekommen, ich will es hier nicht ständig failen, sagt er und stirbt. Oh warte, da sind ja Piranhas drin, habe ich gar nicht mitbekommen. What the hell? Okay.
Vor allem habe ich gerade so ein bisschen Waterhell gesagt. Und wenn Piranhas drin sind, passt das eigentlich ganz gut. Ja, genau. Wieso lasse ich mich gerade eigentlich so... Wir spielen heute Schnitzeljagd. Oh, Ubisoft. Ubisoft, ja. Lass mal eine Truhe jagen, die ein Kleinling wie ein Auto benutzt. Warum nicht? Ergibt auf jeden Fall Sinn. Aber wieso ist dieses Level hier so absurd lang? So absurd lang und ohne Checkpoint ist halt echt, wie man sich vorstellen kann, nicht so eine geile Mischung. Und da war ich zu schnell, ja geil. Ja, immer wenn du sagst, konzentrierst dich etc., stirbst direkt, ja. Dann merke ich, dass Konzentration nicht bringt, war... Fange an, über irgendeinen Shit zu reden und dann passt. Ich hoffe mal, dass ein neues Wayman von Ubisoft bei der E3 angekündigt wird. Das wär's natürlich, ne? Neues Wayman? Ubisoft hat ja ihre Präsentation, die ich mir auch, by the way, ansehe mit einem Kumpel, wenn die ist. Am 12.06. war es, glaube ich, um 22 Uhr. Wenn mich nicht alles täuscht. Jo, alles klar. Ich werde mal vom Screen gekillt. Es war auch nervig, aber aufhören geht bei Rayman Legends nicht, ja. Ich bin auch jemand, der dann halt so da sitzt und sich denkt, will ich jetzt aufhören? Nö, ich will es jetzt schaffen. Schauen wir die auch an. Ich glaube 22 Uhr, ja. Gibt nicht so ein Rayman Mini? Es gab das Waving Rabbits Spin-Off eine Zeit lang mit so Party-Games, aber Wayman Mini. Ich meine, das kann existieren und ich weiß nichts davon, aber ich habe zumindest nichts davon gehört. Ja, das ist älter, okay. Ich bin kein Experte im Franchise, deswegen... Es ist schön, wenn man bei solchen Fragen immer Leute im Chat hat, die da mehr Ahnung haben als man selbst. Legends ist ja das Neueste. Ja, ist eigentlich schon traurig. Wayman Legends ist das neueste Wayman. Kam das nicht mit Release von der Wii U raus? Ja. Ist aber trotzdem das neueste Wayman. Das, wenn man das sich so anhört, echt traurig ist, ne? Jahr 2013. Oder warte, war es mit Release der Wii U? Auf jeden Fall war es... Sollte es so einer dieser Kassenschlager für die Wii U sein. Etwas, ja, wird langsam Zeit, ne? Ja, ich sag mal so, mal sehen, ob zuerst ein neues Rayman rauskommt oder Nintendo in der Zwischenzeit die zweite Konsole droppt. Das Rennen ist knapp. Ist Adventures fürs Handy? Ja gut, bei Mobile Games habe ich persönlich keine Ahnung. Ich bin halt auch persönlich jemand, der solche Mobile Games ungern spielt. Von so größeren Videospiel-Franchises. Ausnahme ist Pokémon Go. Spiel ich halt immer noch gerne mal ab und zu. Und ich habe mal eine Zeit lang Kingdom Hearts Union Cross gespielt. Aber das wurde mir dann auch irgendwann zu monoton. Deswegen, ja... Das Problem bei Mobile Games ist, sie gehen halt irgendwann alle gefühlt aufs... Ey, entweder du grindest jetzt, oder du bezahlst echt Geld. Und da ich nicht bereit bin, für ein Mobile Game echt Geld zu bezahlen, würde mir nur das Grinden bleiben. Ich habe keine Lust und ja, das war's. Dieses Level, ah, ja. Das ist meine Gedanken gerade ganz gut zusammen.
fragt immer noch, wie ich im ersten Versuch dahin kommen konnte. Das ist normal, deswegen spiele ich den nur. Ja. Ich hatte nur so halt gehört, Kingdom Hearts Union Cross ist hat wichtige Elemente der Gesamtstory und habe mir so gedacht, oder trägt zur Gesamtstory bei und habe ich so gedacht. An sich will ich nicht, aber wenn es schon zur Gesamtstory beiträgt. Ja, das ist die Kingdom Hearts Gesamtstory, dazu trägt sowieso gefühlt alles, was jemals unter dem Kingdom Hearts Label herausgebracht wurde bei, aber trotzdem. Das war bei mir so halt so ein bisschen der Trigger, weswegen ich das gespielt habe. Endlich geschafft, nice. Danke, danke, Murphy. Für die es sich lohnt, Geld auszugeben? Ich glaube nicht. Ich glaube, die gibt's tatsächlich, aber wisst ihr, da ist es so wie mit vielen Dingen. Es ist nämlich so, dass es gute Sachen gibt, aber es wird halt komplett von dem, auf gut Deutsch gesagt, Haufen Scheiße, den die anderen hinterlassen, wird einfach darunter begraben. Das ist auch, bitte nicht falsch verstehen, ihr könnt da natürlich auch eine andere Meinung haben, so die Sache bei mir mit Deutschrap. Ich finde, Deutschrap ist prinzipiell keine schlechte Musikrichtung. Aber ich will mir nicht die Arbeit da rein investieren, dann zwischen den ganzen, ja, ich sag jetzt mal trashigen Sachen, oder halt für Sachen, die mich nicht ansprechen, dann was Goldenes rauszufinden. Deutschrap ist furchtbar, wie es sich entwickelt hat, ja, finde ich halt auch. Deswegen denke ich da auch so. Sky Children of Light, um ehrlich zu sein. Die Entwickler haben das auch verdient. Ist ein MOBA-Game, bei dem das Geld sich lohnt? Ja gut, warum nicht? Kämpft halt mit MOBA-Games wirklich wenig aus. Ja, ich meine sowas wie, keine Ahnung, als, es kommt ja sowieso für die Switch und PC. Ah, okay, also so wirklich MOBA ist es nicht. Ich wollte gerade sagen, das habe ich nämlich auch schon mal woanders gesehen. Geheimnisvoller Gipfel. Aber erstmal, bevor es hier weitergeht. Oh, nur ein Level? Okay, zwei Level. Bevor es hier weitergeht, mache ich noch eine